Hallo Freunde und Modellbahnkumpels und Abonnenten meines Kanals. Jensis Weltmobile-Reportagen und mehr. Ja, heute ist ein bisschen kalt. Ich befinde mich wieder mal in Halle. Hab auch schon zwei Güterzüge gefilmt. Und ja, wie gewohnt, das Quassel-Video. Jetzt ist das Schränkchen wieder runtergegangen, es kommt der nächste Zug. Das geht ja heute wie das Brezelbacken, würde ich mal sagen. Ne? Drei Stück schon, also zwei Güterzüge und eine Gravita. Ja, ist gut, nur mit dem Stellwerkstürm. Also, nochmal. Ist ein bisschen kalt heute, spreche auch ganz schön an die Pfoten. Ich werde wahrscheinlich dann auch wieder zurück in meinen Zug gehen, weil wenn das einfach heute ein bisschen zu sehr an der Birne zerrt. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ja, gut. Und was gibt es sonst noch? Ja, ich würde sagen, das Trainspotting von Sven, Michael und den übrigen Leuten. Ja, aus der WhatsApp-Gruppe gibt es leider nichts mehr. Da bin ich nämlich rausgegangen. Da gab es wieder mal eine Unstimmigkeit wegen der Geschichte von unserem Freund auf dem Mast, der sich übrigens noch eine Pizza bestellt hat. 9 Stunden lang hat er den Zugverkehr lahmgelegt in Erfurt und bekommt noch eine Pizza bestellt. What the fuck ist hier los, ey? Nicht mehr normal. Da kann ich mich stundenlang aufregen über sowas. Ihr wisst, wann ich zu Hause war, ne? Ich hätte es anders gelöst. Aber ich sag's nicht. Wie? Aber ihr könnt es euch hoffentlich denken. So, jetzt gucken wir mal, was jetzt hier noch kommt. Mir schläft nämlich gleich der Arm ein. Ist nämlich scheiße kalt. Und dann melde ich mich noch einmal. Ich bin jetzt hier am Bahnhof. Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Das hier ist ein IC2. Gleis 4, Einfahrt CD 1527 nach Leipzig Hauptbahnhof über Erfurt. Abfahrt 11:09 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Thank you.
dafür haben wir den hier verpasst. Scheiß Dreck. Egal. Eine Blende, das ist schon scheiße. Thank you.
so Dinge, was er gebrannt hat hier. Ja, ich kann es nicht ändern, das ist irgendwie das an der Macke hier. Das ist echt auch zu kalt. Thank you.
da bin ich nochmal. Also das war ein Instandsetzungsfahrzeug. Ne? So eins, was mal abgefackelt ist auf irgendeiner Strecke hier in Bayern oder so. So einer war das. Naja gut, ja, was gibt es sonst noch? Wochenende sieht es ein bisschen schlecht aus, da muss ich arbeiten, also zumindest samstags. Da kann ich aber gucken, ob ich da noch irgendwas erwische. Das hänge ich dann noch hier an das Video mit dran. Ich werde es vermutlich auch erst am Samstag wieder hochladen, nämlich nach der Arbeit. Weil wenn ich es am Freitag mache und ich sehe am Samstag noch irgendwas, dann muss ich das nochmal extra machen. Und deswegen werde ich das eben am Samstag hochladen. Ich denke, das ist okay für euch. Ich kann kaum noch reden. Bin nicht kalt. Ich werde das Ganze jetzt auch beenden. Ich melde mich dann nochmal, wenn ich im Zug bin, wo es ein bisschen wärmer ist. Ne? Und werde noch ein bisschen was sagen, was eventuell am Sonntag passiert, wenn ich dann frei habe. Vielleicht noch ein Fahrvideo oder was. Oder vielleicht auch ein Alterungsvideo, weil die beiden anderen Kesselwagen kommen ja noch von Deutsche Reichsbahn. Und die will ich auch altern, ist ja klar. Die Brava. Oder vielleicht baue ich das Haus zusammen. Schauen wir einfach mal. So, und unser Instandsetzungsfahrzeug, das ist jetzt hier neigefahren. Ja, da. Wird so abgestellt. Gut, mehr gibt es erstmal nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, wird erst am Samstag hochgeladen. Und da hänge ich vielleicht noch was mit dran. Wir schauen mal. Also bis später. Tschüss. Ja, hallo Freunde Modellbahnkumpels und Abonnenten meines Kanals. Jensis Welt mit Motorreportagen und mehr. Ihr seht, ich bin nicht draußen. Und mache kein Trainspotting, weil es einfach zu kalt draußen ist. Ja, nicht, dass ihr euch da wundert, warum da jetzt nicht mehr kommt. Ja, da habe ich mir gedacht, dann nimmst du es halt eben im Zug auf. Ich habe jetzt Pause, also Stunde. Kaffee. Darum habe ich auch keine Maske auf, wie ihr seht. Die ist da hinten. Die setze ich aber nachher wieder auf. Ja? Hat alles seine Richtigkeit und seine Ordnung. So, aber ich möchte mir noch mal ein wenig Luft machen. Es ist nämlich etwas passiert, das ich nicht nachvollziehen kann. Zum einen ist mein Facebook-Konto gelöscht worden. Und nein, ich habe nichts Kritisches gepostet gehabt, denn ich war ja sowieso gesperrt. Keine Ahnung warum, aber es kommt noch dicker. Und zum anderen ist mein Instagram-Konto gesperrt. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich sollte jetzt meine Telefonnummer angeben. Und das werde ich natürlich nicht tun, ist ja wohl klar. Aber warum das jetzt gesperrt ist? Wo doch da bloß Loks, Wagen, Bahnhöfe etc. gepostet worden sind. Ab und zu mal ein paar witzige Bilder. Das verstehe ich leider nicht. Könnt ihr es verstehen? Vielleicht könnt ihr ja die Bilder noch sehen. Könnt ihr ja mal durchchecken, ob da irgendwas Kritisches dabei ist, wo man sagen kann, das Konto muss jetzt dicht gemacht werden. Oh. Habe ich etwa die falsche Lotti fotografiert oder was? Oder vielleicht einen Bauzug, den ich nicht hätte fotografieren dürfen? Naja, sei es drum. Das Konto ist jetzt weg. Muss ich mal was einfallen lassen, vielleicht ein neues machen. Mal gucken. Man kann es nicht ändern. So, was gibt es sonst noch? Naja, heute ist ja Samstag. Bisschen wenig los. Ich fahre ja nachher nochmal nach Saalfeld. Wird wahrscheinlich auch nicht viel los sein. Ja, und dann heute Abend habe ich dann halt 18 Uhr Feierabend. Und ihr wisst ja, was da heute ist. Ja, Demo. Ich hoffe ja, dass ich ohne Probleme nach Hause komme. Und euch das Video dann gleich hochladen kann. Fahrvideo gibt es natürlich nicht, das ist ja klar. Weil wenn ich Samstag abends nach Hause komme, da gehe ich in die Wanne, esse ich was und dann lege ich mich hin. Was morgen zum Sonntag passiert, das werden wir dann sehen. Kann ich euch noch nicht versprechen, ob da noch irgendwas passiert. Aber ich versuche noch irgendwas Kleines zu zaubern.
Das ist immer noch das Spezial, was im Raum steht. Inzwischen sind es ja fast 8300 Abonnementen. Ich möchte langsam mal was machen, ne? Ja, gut. Da muss ich sagen, ich beende das jetzt hier. Weil jetzt kommen nämlich auch gleich Fahrgäste. Und die wundern sich dann sicherlich, was ich hier mache. Und das muss nicht sein. Jo, wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Und ich hoffe, dass ich es noch schaffe bis zum Sonntag, also sprich bis 0 Uhr, samstags hochzuladen. Ne? Also, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass jetzt beide Konten dicht sind, aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen. Man weiß nicht, was dahinter steckt. Doch, kann man nicht ändern, aber ist es nun mal. In dem Sinne, tschüss.